Das ist ein Huhn. Oh, schön hier, ne? Oh, hier ist halt auch ideale Location für eine Hütte. Hier so. Oh, nice. Die Bäume weg, hier die Hütte hin. Und dann gehst du hier so raus und hast du die Aussicht. Ach, das ist ein Traum. So. Okay, gut. Ja, besser. Bleibt nur noch das. Und weißt du was? Auch das würde ich gerne abhaken. Converter Ignadon. Sollte man die nicht angreifen, irgendwie zusammen mit Leuten? Dann würde ich mich erstmal hierhin teleportieren. Da wohnt der Kollege, glaube ich. Da ist ein bisschen... Hier ist ein bisschen ungemütlich, ne? Wir haben immer noch keine Begleitung, ist dumm. Ist eigentlich dumm, was wir hier gerade machen. Und ich hätte vielleicht übernachten sollen bei dem Kollegen. Oh. Hallo, hallo. Vielen Dank, vielen Dank. Wenn es dazu wirklich rumliegt. So, okay. Wir müssen eigentlich nach oben. Ich weiß nicht, ob wir die Quest machen können, weil es da oben vielleicht zu frostig ist. Eigentlich müssten die gegen Feuer halt super scheiße reagieren. Die müssten mal Feuer ihren Schwachpunkt haben. Eigentlich. Das Schöne ist, wir haben sehr gute Heiltränke dabei. War vielleicht auch nicht das Schlimmste, dass wir vielleicht jetzt eine Kategorie größer gemacht haben. Obwohl ich glaube, wir die kleineren... Da müssen wir hin, glaube ich, ne? Ja, da müssen wir hin. Die Frage ist nur, kommen wir hier durch? Das war sehr knapp. Knappissimo. Knapsolutli. So, warte, warte. Mir fehlt halt jetzt, dass wir einen Kollege dabei haben, ne? Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Und ich würde gerne mal mit der Nasty rumlaufen, nur mal gucken, was sie da auf dem Kasten hat. Die hält sich ja so für unverwüstbar und alles. Wäre bestimmt mal ganz interessant. Okay, wir sind fast da. Ob das eine gute Idee ist, diesen Weg zu nehmen? Wahrscheinlich nicht. Das Spiel bietet die Möglichkeit, also nutze ich sie. Ja. Ein paar Särge. Das ist aber... E-Roll. Von mir aus kannst du hier verrotten. E-Rolls Notizen erhalten. Was? Was? E-Roll? E-Roll Ramazzotti? E-Roll. Sag mal. Ach da, da sind sie doch. Ich bin blind. Berühmte letzte Worte. I'll be back. Ich komme wieder. Der E-Roll. Ist das... Easter Egg? Ritter Edmundenslin.
Was? Ritter Edmundenslin? Ich bin verwirrt einfach nur. Wirres Kauderwelsch über einen Ritter mit Namen Edmundenslin. Hinter diesen Steinen liegen die Gebeine Edmundenslins verborgen, des letzten großen Ritters seiner Zunft. Bezwinger der vier Könige und Oberster des Ordens der ewigen Flamme. Seinen heroischen Tod fand er, als er in einem unbekannten Schloss eine Falle auslöste und von einer Steinkugel in den Abgrund befördert wurde. Das hört sich an wie Indiana Jones. Was? Sind das irgendwelche Insider, die mir hier entgehen? Ich glaube, es ist lustiger, wenn man weiß, worum es geht, ne? Okay, der Ort scheint... Schrotpatronen, mächtiger Mana-Trank, vielen Dank. Der Ort scheint verlassen. Das ist sehr gut, weil eigentlich wollte ich... Also alleine will ich ja auch nicht rumlaufen, ne? Also mit Begleitung gerne. Oh, da lebt noch jemand. Ich speichere mal lieber. Sogar zwei. Scheiße, ist das kalt. Ja, aber hier lässt es sich wenigstens aushalten. Statt zu quatschen, sollten wir uns lieber fragen, was wir mit dem Zeug hier anstellen. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie eine alte Radiostation. Dass es keine Küche ist, war mir auch klar. Wenn wir das Teil in Betrieb nehmen... Dann könnten wir einen Aufruf starten und die Leute da draußen fragen, wo Chad sich versteckt hält. Gar nicht mal so blöd, die Idee. Immerhin wissen wir, dass er noch nicht den Alps in die Hände gefallen ist. Okay, wer kennt sich mit der Anlage aus? Das bin dann wohl ich. Gut, du kümmerst dich um das Ding und wir planen die erste Sendung. Wenn das mal gut geht. Klar doch, aber jetzt lasst uns erstmal was essen. Mein Magen macht schlapp. Was gibt es denn? Bohnen, was sonst? Neißenstein! Ja, okay. Vielleicht machen die ja hieraus einen 24-7-Senderbetrieb, eventuell. Ich weiß es nicht genau. So, erstmal klauen. Wer ist denn das Skelett mit Perücke? So, guter Löffel. Ich kann ja alles mitnehmen, ne? Man ist ja hier alles. Das ist ja kommunmäßig. Da kann man mal. Wir sind ja Freunde hier, guck mal. So, schönes Foto. Ach, gucke mal eine an. Da wird ja jetzt, das ist ja ein Zufall, dass das Foto hier, ja, das ist natürlich ein Zufall. Ach, das, ist das Lara? Sieht so aus, ne? Ich bin unsicher. Okay, warte. Lara, na sieh mal einen an. Hallo. Und jetzt verpiss dich. Ja, das ist immer, das ist unser Begrüßungswort. Ja, immer wenn wir uns sehen, ja, es ist immer, das ist original. Ja, hi Micha. Wo kommst du denn her? Müssen die Mülltonnen wieder ausgeleert werden? Hä? Wow, was für, der feine Herr, oh, Entschuldigung. Kann ja nicht jeder so eine erfolgreiche Influence betreiben. Sowas hier, Krogi, du bist netter. Keine Zeit, ich muss die Anlage reparieren. Du sitzt hier nur rum, du reparierst gar nichts, Trixi. Kein Interesse. Ist das eine Sexdoll? Also eine günstige offenbar. Nicht mal Plastik dran. So, Bier nehme ich auf jeden Fall mit. Heiltrank. So, schönen Fernseher haben die auch. Oh, ach, guck mal hier. So, ne, Lara, mach's gut. Sag nichts. Es würde mich sowieso nicht interessieren. Ja, alles wie immer. Alles wie immer, Lara. Alles wie immer. Verstehe. Tschüss. Schön. Okay, feiere ich doch ein bisschen. Sehr schön. Okay, aber haben wir es dann... Warte mal, ist das ein Plan? Nee, ne? Haben wir es denn jetzt geschafft? Ritter Edmundenslied. Ja, da bin ich... Doch, wir haben es geschafft. Er besser ist weg. Oh, Junge, es werden immer weniger Quests. Oh, Junge. Ich weiß, wir haben noch eine Reise vor uns und wir müssen noch ein bisschen was entdecken und so. Weiß ich selber. Aber es wird weniger. Oh, es wird dunkel. Ob die Bohnen nicht bei sich übernachten lassen? Früher Beans, heute Benz.
Entschuldigung, kann ich bei euch knacken? Habt ihr... Alter, wie die am Picheln sind. Okay, die sind hart am Saufen, aber offenbar haben die nicht mal im Bett. Die wollen den Sendebetrieb machen, aber haben nichts zu pennen. Das ist mir zu real. Da wird wieder im Studio geschlafen. Ich sehe es doch, komm. Ja, okay, ich wollte... Ja, dann... Die ganzen Asseln hier, was ist denn da los? Kann man da hinten schlafen? Ich frage für einen Freund. Ist das gut, wenn ich hier alleine rumlaufe? Ich sehe eine Drohne. Zwei Drohnen. Ist nicht gut, wenn ich hier rumlaufe, ne? Eine Drohne. So, warten Sie mal, solange es nur Drohnen sind, ist alles okay. Drohnen bei den Bohnen. Wie sind die eigentlich durchgekommen? Sind Alps. Aber hier nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man ja knacken kann irgendwo. Ich will hier gar nicht rumlaufen, tu es aber trotzdem irgendwie. Hallo, Eistroll oder was auch immer. So, warte. Das nehme ich mit und dann versuche ich noch reinzukommen. Gibt es denn hier irgendwo ein Bettchen oder so? So, guck mal, hier ist doch alles trocken. Hier gibt's doch bestimmt eine schöne Knackgelegenheit, oder? Eine Brause gibt's auch, also ganz ehrlich, ist wie ein gutes Hotel. Was will man denn mehr? Ja, Truhen können wir jetzt knacken. Das war wohl nichts. Jetzt hatte ich's doch gerade. Das war wohl nichts. Okay. So, jetzt aber. Zu einfach. Ach, halt doch die Klappe. Radio Duranz, da nehmen wir Elektroschrott. Dankeschön. The Braus. In Sausen Braus. Yo, hier kann man nochmal ordentlich knacken. Nicht so wie drüben bei den Nachbarn, ja? Also nicht der Nachbar, ich meine, die Versoffenen da drüben. Ah, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja, das ist gut. Ein Träumchen, hallo, hallo, guten Tag. Aber den Rucksack könnte man nicht öffnen, ne? Ehrlich gesagt, am nächsten Morgen sieht es ja genauso düster aus. Naja, muss wohl Hamburg sein. So. Will ich hier alleine lang? Drei Alps. Oder Kampfmaschinen der Alps. Mal gucken, was hier... Okay, da ist ein Hundi, das heißt, hier gibt es keine Alps, wenn ich das richtig sehe. Das macht genau ein Müh zu wenig Damage, sonst wäre er gleich tot gewesen. Sieht aus wie Kampfmaschinen. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht, wie ich hier rumtobe. Oh, hey! Ha!
Lieber speichern. Was? Oh nein. Spuckt er mich an? Bitte spuck mich nicht an. Cool. Ich konnte gerade nicht mehr zuschlagen, weiß nicht warum. Oh, na, sowas. Ich hab's genau gewusst. Ich sag noch, spuck mich nicht an. Ohne Begleitung herumzupimmeln ist halt echt scheiße. Ich sehe sein Damage-O-Meter gar nicht. Ach du Scheiße. Oh. Das ist alles nicht so gut, wie ich dachte. Felsassel, heile mich. So. Ja, das ist sehr aufregend hier. Huch, wo laufen die hin? Ach so. 5 habe ich noch. Graziös wie eine Elfe, alles besiegt. Junge, Junge, Junge. Okay. 4 Häscher. Was weiß ich, was alles war. Keine Ahnung. Aber unseren Freund da unten, der pichelt da immer noch rum, ne? So, den Wühler. Hab ich gar nicht gesehen, wie viel Energie der überhaupt hatte oder wie viel Health. So, wir müssen irgendwie nach oben. So, hier ist einmal interessant, oben aber noch am interessantesten. So. Und eigentlich will ich gar nicht hier sein. Eigentlich. Naja. Aber ein bisschen erkunden macht ja auch Spaß. Und dass man jetzt so spät in den Folgen überhaupt noch erkunden kann, das macht am meisten Spaß. Warte, ich gehe mal ganz nach unten schauen, ob da nicht noch was liegt. Wahrscheinlich nur Metallschrott oder sowas, aber. Sprengraket. Naja, warum nicht? Der Schrank ist leider kein Schrank. Das ist auch nix. Ist das ein Raketensilo hier? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Okay. Oh, okay. Na, was soll's. Ich probier's mal. Ich
verstehe, bei schwierigen Sachen sind, ist die Zeit viel geringer. Keine 2 Minuten oder so. Okay, hier nehmen 5, 9. Enter. 4, 7, 5, 9. 5, 6, 3, 4. 4 da auch nicht. Dann 2. Oh nein, Mist, 2, 4. 1, 2. Nein, geht das nicht? Okay. 2 passt. 8 pro Runde haben wir da Zeit. Okay. 2, 5. Ja, die 4 muss dann hier sein, ne? 4, 1. Geht doch. So. Krug und Kelch, alles klar, nehme ich. Sehr wichtige Dinge im Safe. Gut erhaltene Konservendose. Das nehme ich auch gerne mit. Und hier oben. Oh nein, der Gesang schon wieder. La, 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 la. Spinnt, spinnt. Zigarette und Klopapiersen. Halt. Nein. Ah, geh. Guter Becher. Und Kalan. Ach, Kalans Hammer. Naja, gut, ich meine. Ja, ich beschwere mich nicht. Schön, dass er da ist, der Hammer. Wir brauchen ihn nicht wirklich, aber naja. Was man hat, das hat man. Niveau. So, hier ist nichts. Dann nach oben. Und jetzt müssen wir irgendwie noch nach da oben kommen, ne? Ich weiß aber noch nicht genau wie. Habe das Gefühl. Oh, ich glaube, ich sehe es. Eventuell. Weiß nicht, ob das geht. Aber wir probieren's. So. Schwefelbrocken. Sonst, ich glaube, da unten ist, glaube ich, nichts, ne? Oder? Ich sehe zumindest nichts. Und jetzt hier irgendwie rausfliegen. Und dann da einmal rüber. Bingpot. So, Elektroschrott, großer Lexitbeutel. Und da drüben noch. Und dann haben wir aber hier. Ich wollte eigentlich gar nicht hier sein. 4 Häuserteil, 8. Oha. Da hängt noch etwas dran. Ja, die gucken wir uns auch alle an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel es gibt von diesen 4 Häusern. Bevor ich mich hier, bevor ich mich auf den Weg mache. Was? Nein. Wo ist denn. Sag mal, hör auf. Wir kommen aber nicht rein, ne? Der geht so weit zurück, was er mich hier treffen kann, aber die können mich ja nicht treffen. Was war das denn? Das ist nicht gut. Oh, ich habe den Zünder schon wieder nicht umgestellt, ne? Ist egal, ich habe gespeichert. Oh.
Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Schwert macht echt viel Damage. Also, wow. Das mit den Granaten war ein Schuss in den Ofen, weil... Und das wollte ich vorhin noch sagen. Oder vor einiger Zeit. Vor ein paar Folgen inzwischen schon. Was ich hasse, ist, dass er sich nicht merkt, auf was man die Granaten und so stellt. Dass man jedes Mal neu einstellen muss, wie man schießen will. Das ist schon sehr nervig. Das wird eh nicht funktionieren. Ja. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich könnte ja theoretisch langsam schon, ne? Wir kommen langsam in die Gefilde der besseren Rüstung. Aber was mache ich? Ich pimmel hier wieder rum. So. Sag mal her. Zu einfach. Hast du diesmal schon recht. Habe ich nicht gesagt, ich will nicht alleine rumlaufen, sondern nur mit Kollege? Habe ich das nicht irgendwie die ganze Zeit schon gesagt? Ich kann einfach nichts gegen meinen Forscherdrang tun. Es belastet mich mehr als euch. Hallo, wie komme ich denn? So. Gutes Messer, natürlich. Hätte ja auch was anderes sein können. Ja, lieber mitnehmen als liegen lassen. Das sieht aber alles sehr eingenommen aus da hinten. Also sagen wir verlassen. Eingenommen ist das falsche Wort. Guck mal. Da sind noch irgendwelche Viecher und so. Wo sind wir denn hier eigentlich? Okay, weißt du was? Scheiß drauf, den holen wir uns noch. Irgendwie schaffen wir das noch. Ich wünschte, ich hätte ein Fernrohr. Naja, ich speichere mal hier oben. Oh, hey. Boah, als ob. Der schlägt ins Leben und trifft mich. Scheiß drauf. Oh, ich hatte den, aber scheiß drauf. Boah, das war ja... Oh, das hasse ich auch. Wenn man so gar nicht im Radius ist und die schlagen in die Luft und treffen einen trotzdem. Warum? Warum ist das so? So, du bist gar nicht mehr da. Da wollte ich auch nicht ausweichen. So. So nämlich. Und nicht anders. Und da hinten ist noch einer. Aber vorher mache ich trotzdem nochmal den hier. Bisschen verschwenderisch, aber man hat's ja. So. Gute Gabel. Ein bisschen Trokenfleisch. Komme ich da hin? Ja. Und dann hier noch. So, was immer das hier ist, auf dem wir hier stehen. Ich würde auch gerne wissen, ist die Person da hinten Oh, was ist das da unten? Ein Kampfkoloss auf dem Eis. Ist die Person da friedlich oder ist es ein Alp? Oder ich kann es von hier aus halt nicht erkennen und ich will da nicht sofort angreifen. Wir werden es natürlich gleich... Wir werden es gleich wissen wahrscheinlich.